So, Stromstecker steckt drinne. Dann wollen wir das gute Stück mal einschalten und mal gucken, was er macht. Da läuft ein ganzes Lämpchen auf. Dann hoffen wir mal. ThinkPad. Genau, der hat schon Active Matrix, also ein TFT-Display drinne. Allerdings hat man schon am Anfang gesehen, dieser Rotstich. Ah ja, das war so ein anderes Problem, bevor die ersten LED-Bildschirme aufkamen, also mit LED-Backlight, dass du halt Kaltkathoden drin hattest, also es waren so eine ganz dünne Glasröhrchen, die von der einen Seite bis zur anderen Seite durchgegangen sind, unten und oben meistens, die dann mit Hochspannung betrieben wurden, also bei dem hier ist es halt noch so. Und das Problem bei diesen Kaltkathodenröhren, die werden mit der Zeit altern sie halt. Und das äußert sich dann darin, dass wenn du die Dinger nach einer Weile einschaltet, also Kaltstart quasi hast, oh, das war das Kettenlaufwerk, dass sie dann halt erstmal relativ dimm sind und sehr rötlich. Und die Dinger werden dann halt mit der Zeit erst warm. Auch hier wieder, ne, seit langer Zeit, BIOS-Batterie tot. Das heißt, genau, auch hier müssen wir erstmal ins BIOS bestätigen. Ich glaube, hier können wir zwar die Zeit einstellen, genau, dann haben wir Time and Date. Date and Time, meine ich doch. Wir haben, gut, die waren das überhaupt nochmal, 5, F6, ne? Ja. Ich glaube, erst kam Monat, da haben wir Monat, was haben wir für Monat? September. Enter. Dann haben wir den Tag 21. Enter. Und 2023. So, Uhrzeit, wie geht's weiter? Achso, runter, genau. Uhrzeit mache ich einfach mal 12 Uhr. Kommt ungefähr hin. Wie jetzt? F6. So. Und dann speichern wir das Ganze mit F10 und sagen Enter, ja. So, und jetzt sollte, ich glaube, hier ist Windows XP drauf auf der Kiste. Und läuft gut. Ja, und dann starten wir einfach mal Windows XP. Wenn es hier drauf ist. Ich glaube aber ja. Auch wenn ich hier nicht so viele Programme drauf habe, weil meine eigentliche Retro-Maschine ist ja der Dell Latitude, der bald für euch kommt. Das ist dann das vierte von vier Laptops, das ich zeigen möchte. Aber hier ist halt auch Windows drauf, aber den nutze ich halt nicht so aktiv. Das war übrigens mal früher, wer meine ganz alten Videos gesehen hat, ist das hier mein Laptop, den ich zum Mixen meine Audiospuren genutzt habe. Das war denn der bei mir immer rechts von mir auf dem Stuhl stand. Ja. So, jetzt kommt XP. Komm. Ah, ja, Windows XP. Nicey, dicey. Genau. Das heißt, der lief damals mit KnoppX, also mit Linux. Und das lief natürlich wunderbar. Wobei, wie gesagt, ist ja schon ein paar Jährchen her. Also ein aktuelles Ubuntu kriegst du hier drauf nicht installiert, weil das Ding keine 64-Bit-CPU hat. Oder kein 64-Bit-Prozessor. Sprich, also aktuelle Linux-Distribution läuft hier drauf leider auch nicht mehr. Genauso wie aktuelle Windows-Version natürlich auch nicht. Wobei da schon alleine der Arbeitsspeicher zu wenig ist. Aber wie gesagt, KnoppX, ältere Version von KnoppX, selbst aktuelle Version von KnoppX, laufen hier drauf noch, weil KnoppX unterstützt bis heute 32-Bit. Von daher läuft hier selbst die Version 9.3 auf dem Ding. Auch wenn es natürlich performancemäßig nicht wirklich viel Sinn macht. So, genau. Hier haben wir so ein paar Programme. Der obere Teil vom Bildschirm ist ganz schön dunkel. Das wirkt im Echten gar nicht so... Im Echten wirkt es gar nicht so dunkel. Naja. So, dann müssen wir erstmal hier eine Maus anschließen. Mal gucken, ob hier meine kleine weiße Maus funktioniert. Muss ich aber jetzt ein bisschen aufrollen. Wartet kurz. So. Dann schließen wir die einfach mal an einen von diesen beiden USB-Ports hier an. Oh, sie leuchtet schon mal. Oh, und sie wird erkannt. Das heißt, die Maus funktioniert noch. Komm, beweg dich. Ja, sie bewegt sich. Gut, das heißt, die Maus wird wirklich nur vom anderen Laptop nicht erkannt. Das heißt, die Maus unterstützt kein PS2-Protokoll. Ja doch, genau, PS2-Protokoll. So. Eigenschaften vom Rechner sind relativ schnell zusammengefasst. Gehen wir mal hier auf Eigenschaften und dann sehen wir hier, ne, Pentium 3 Prozessor. Ach, das ist sogar schon Pentium 3. Ich schon wieder. Genau, eben, das ist ein Pentium 3 mit 700 MHz, so war das. Ich habe jetzt nur vorhin bei dem kleinen Sticker die 3
diese drei Ausrufezeichen, die man da sieht. Pentium, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Das ist damit das gemeinte ist ein Pentium 3. Ja, Marketing und so. Genau, 1,5 GB Arbeitsspeicher. Nicht wunder, 550 MHz ist, weil der Prozessor takten kann. Ne, das heißt, der hat, glaube ich, dieses Intel Power Step oder wie das Ding hieß. Das heißt, er kann von 550, ich glaube, er hat drei Taktungen. 550 MHz, 650 MHz und 700 MHz. Das Witzige ist, für 700 MHz brauchst du spezielle Treiber. Deswegen habe ich die unter Linux nie erreicht. Unter Linux hatte ich nur 550 oder 650 MHz. Eine ganz witzige Geschichte. Aber gut. Genau. Das dazu. Und dann, ja, werden wir mal in der nächsten Folge gucken, was wir hier so an Software laufen lassen können. Genau. Dann bis zum nächsten Part.